Den linken Socken. Das ist einfach so. Das ist gar nicht die Waschmaschine. Es sind, glaube ich, irgendwie so Gnome. Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute reagieren wir auf den lieben Schock TV, das Fassbare, das Fassbare, was unfassbar ist, Folge 48. Vorsicht! Sie werden jetzt Geschichten erleben, bei denen Sie sich den Tanga einscheißen werden. Hab ich vorher schon. Ups. Hab ich vorher schon alles schon gemacht. Das Unkaufbare. Das Unkaufbare. Sehen Sie, was wir hier haben. Ein völlig normales Quadrat. Nein. Das ist ein Viereck. Sie waren sicher schon mal auf einem Flohmarkt. Wie in einem Scheißhaus kann man dort attraktive Geschäfte machen. Ich mache auch immer meine Geschäfte immer auf dem Scheißhof. Immer. Immer. Um reich zu werden, braucht man dreierlei Gegenstände, Gegenstände und natürlich auch Seetang aus der Bucht von San Francisco. Ja, das fehlt mir noch. Fühle ich mich ausgeschlossen. Lol. Ich beschloss, spazieren zu gehen. Heute weiß ich, dass sie sich verstecken müssen. Sie hat vergessen, ihren Computer zu essen. Vielleicht hat sie sogar eine... Wen interessiert's? Ich war so in Gedanken, dass ich ganz vergessen hatte, abzuschließen. Aber ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen. Daily Life. Ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen. Sie aber auch nicht abschließt. Oh, jetzt hab ich einmal die nächsten 6 Jahre übelst einen Albtraum, ne? Danke dafür, Merkel. Das ist totaler, absoluter Unsinn. Woher will sie das? Wen interessiert's? Hi, Kim. Ja? Ja, also ich weiß, dass wir nicht sehr weiß sind. Wir kamen gerade hier vorbei. Wen interessiert's? Die Geschichte endet, bevor sie endet, aber sie endet tatsächlich. Lesen Sie. Geil. Ich habe zu Hause meinen Schokoriegel vergessen. Jetzt bin ich maßlos enttäuscht. Alter, bitte, was war da mal? Wie viel Kalorien? Ah, pro 100 Gramm. Okay, 229 Kalorien. Alter, das ist trotzdem viel, ne? Ey, das ist... Ei, 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 ei. Die Hälfte. Ich möchte Ihnen ein Foto zeigen. Konzentrieren Sie sich nicht darauf. Nee, mach schon nicht. Wie augenzeugig wären Sie als Augenzeuge? Wie viele Augen hatte der Mann? Was ist mit seiner Schale? 3 Augen, 5 Ohren und welche Farbe? 6 Löcher. Hatte er auffällige Narben auf seinem Schwanz? Ja. Und war er hässlich? Hals, Maul! Die Polizei benötigt Beschreibungen, um Verbrecher zu fassen. Unsere nächste Geschichte hat überhaupt nichts da. Boah, ich finde das immer, ich gucke ja zum Einschlafen gerne auch so True Crime. Und wenn ich dann mir von manchen Leuten so die Beschreibung so anhöre, ja, er ist groß. Ne, groß, ne? Ist ja auch eine Definitionssache, ne? Also, ist man groß schon bei 1 Meter? Ist man erst groß, wenn man 2 Meter erreicht hat? Wann ist man groß, ne? Ja, der hatte Augen. 2 Stück. Blau. Ja, da hat man ja nicht so eine große Auswahl in Deutschland, ne? Da hat man ja fast, ja, nutzbar 3 Leute. Damit zu tun. Oh. Der Wirbelsturm hinterließ eine Spur der Verwüstung, als er gestern ohne Vorwarnung eine Spur der Verwüstung hinterließ. Wen interessiert's? Und gestern Nachmittag brach der Sturm los. Aber es besteht noch immer Hoffnung, denn Rettungsmann... Hört auf mit euren Tornados. Hört damit auf. Das passiert. Wenn ihr so einen Scheiß herauf beschwört. Mannschaften suchen in den Trümmern fieberhaft nach weiteren Überlebenden. 14 Stunden hatten wir ununterbrochen gefickt. Das ist mein Opa. Das ist mein Opa. Buenos dias, Luisa. Alter, das ist kein Großvater. Luisa hat doch einen Vogel. Ich bin zwar nicht mehr in der Pubertät, doch fress ich so viel Süßes wie in der Pubertät. Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, ne? Haben Sie je Ihre zweite Socke wiedergefunden? Nee. Alter, nee. Wie krass sind Sie bitte unterwegs? Ich glaube, langsam, es gibt so Sockengnome.
Die klauen immer den linken Socken. Das ist einfach so. Das ist gar nicht die Waschmaschine. Das sind, glaube ich, irgendwie so Gnome. Ne? Sollte ich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sagen. Ich sag's euch ganz in Geheimer, wenn ich das jetzt in der Öffentlichkeit sage, dass ich glaube, dass es Sockengnome sind, die abends meine Socken klauen, werdet ihr mich für ein paar Tage nicht mehr sehen. Vielleicht für ein paar Wochen, vielleicht aber auch für ein paar Monate. Soll das? Willst du mich umbringen? Nächstes Mal sicher. Verlass dich drauf! Was soll das? Willst du mich umbringen? Verlass dich drauf! War das eine übersinnliche Erfahrung? Ja, definitiv. Lassen Sie uns überprüfen, welche der Millionen Geschichten des heutigen Abends der Wahrheit entsprechen. Sie hat vergessen, ihren Computer zu essen. Und beruht diese Geschichte auf... Ja, definitiv. Das sind einfach scheiß Freunde, die einfach heimlich an deinen Computer rangehen. Welcher normale Typ oder Frau sagt eigentlich zum Laptop-Computer? Das ist ein Laptop an den Computer. Was? Glauben Sie, dass diese Geschichte wahr ist? Alter, kein Plan. Als ob ich das jetzt recherchiere. Auch wenn die Geschichte für unsere Sendung total verändert wurde, im Kern ist sie frei erfunden. Ich bin Jonathan Frakes. Ach so. Fuck. Ups. Im Kern ist sie frei erfunden. Ah, geil. Schön. Ich warte jetzt bis zur letzten Sekunde, weil jetzt wird klar. Ich warte hier 20 Sekunden auf den Endclip. Wen interessiert? Ja, genau. Mich interessiert es, Mann. Ich dachte, jetzt kommt ja die Bombe. Ich dachte, jetzt passiert noch was. Aber, ne, schwarzer Bildschirm ist auch was, ne? Hat auch nicht jeder. Ja, war wieder sehr geil zusammengeschnitten. Hat wieder mega Spaß gemacht. Unbedingt bei Schock TV mal vorbeigucken. Wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt und wenn ihr meine Reaction geguckt habt, guckt euch bitte danach das Original an. Würde mich freuen, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.